befinde mich heute in der Stadt Sassnitz und gehe zum Nationalpark in Jasmund. Aktuell befinde ich mich im Hafen und habe wieder traumhaftes Wetter. Mozart und ich marschieren Richtung Nationalpark und dann schauen wir uns etwas ein paar Kreidefelsen in Deutschland an, auf der Ostsee. Mal schauen, wie es aussieht. Ansonsten hier ein schöner Hafen. Ich habe die Kamera noch kurz weggelegt und schon ein paar Meter weiter habe ich ein altes Diesel-U-Boot gefunden. Schön hier vor Anker, kann man auch besichtigen. Nur jedoch mit Hund lasse ich das mal lieber bleiben. Aber trotzdem cool anzusehen von außen. Es ist nicht aus dem Weltkrieg, was ich mitbekommen habe. Es ist, glaube ich, aus den 60er Jahren. Somit nicht aus dem Zweiten Weltkrieg. Mozart und ich gehen gerade unterhalb der Kreidefelsen entlang. Es ist etwas laut aufgrund des Meeres. Ich hoffe, er hört mich trotzdem. Mozart ist bereits etwas vorgegangen. Und die Küste hier ist wirklich sehr, sehr schön. Der Rückweg erfolgt dann oberhalb, aber hin gehen wir unterhalb. Mal schauen, wie es ausschaut. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ich bin nun endlich oben angekommen im Wald. Hier ist es um einiges ruhiger als unterm Strand. Somit kann ich auch sehr viel einfacher reden mit euch. Also die Küste ist sehr, sehr schön. Sie haben nur ein kleines Raupenproblem. Ich weiß nicht, ob dieses der Eichenprozessionsspinner ist oder etwas anderes. Aber ich habe ein paar Videos davon gemacht. Ihr könnt gerne sagen, ob er es ist oder nicht. Ich kenne mich da leider zu wenig aus. Aber sie sind sehr, sehr gut vertreten hier und sie sind überall. Wirklich überall. Unterm Wasser, im Strand, sogar teilweise im Meer, überall. Hier im Wald bin ich jetzt noch nicht so viel gegangen, aber ich schätze, auch hier sind so viele davon. Somit haben die wahrscheinlich ein kleines Problem damit. Aber ansonsten ist es hier wunderschön. Ich habe hier eine kleine
kleinen Aussichtspunkt, wo man hinuntersehen kann. Auf der einen Seite hört man den Wald rauschen, auf der anderen Seite das Meer. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Was mir auch aufgefallen ist, sehr viele Leute suchen am Strand etwas. Das sollen angeblich so kleine Fossilien sein von Tintenfischen. Ich habe bis jetzt keine gefunden, aber mir wurde gesagt, die soll man hier finden und deswegen suchen wir danach. Und das hat wirklich jeder nachgesucht. Nur ich habe keine gefunden. Also keine Ahnung, wie sie aussehen. Wenn jemand weiß, wie diese Dinge aussehen, gerne einen Link in die Kommentare. Ich weiß es leider nicht. Ansonsten macht Mozart gerade eine schöne Pause hier auf einem kleinen Tischchen. Ich mache eine kleine Pause nach der großen Strandwanderung. Und jetzt gehen wir weiter zum Königstuhl. Was das ist? Keine. Ich habe es nur im Internet gelesen und es soll so eine Art Aussichtspunkt sein oder irgend so etwas. Dort gehen wir jetzt gleich hin. Also, gehen wir weiter. Mozart ist etwas suizidal. Der Kleine hat absolut keine Höhenangst. Er läuft zu Abhängen hin, wo man mulmig wird. Jetzt muss der Kleine wieder an die Leine. Also in der Wildbahn überleben. Vom Fressen her würde er. Von runterfallen oder von irgendwas anderem. Er ist sehr tollpatschig, nennen wir es mal so. Somit lieber einmal an die Leine, als irgendwo die Klippen runterzufallen. Bei diesem Abhang waren wir gerade, wie ich es gerade gesagt habe. Und hier geht es wirklich gerade runter. Aber der kleine Hund hat keine Angst davor. Hast du Angst vor der Höhe? Nein. Ihm ist es wirklich egal. Ich befinde mich gerade am Königstuhl, der im Nationalpark Jasmund liegt. Speziell genannt ist das ganze Gebiet anscheinend. Hier dürfte aber der ursprüngliche Platz sein, da hier so ein kleines Denkmal steht. Aber da drüben ist auch noch ein Touristen-Skywalk und ein paar andere Dinge, ein Museum und ein bisschen ein Kino, was mich aber relativ wenig interessiert. Mich interessiert eher die Natur und ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Man steht hier auf einer kleinen Erhöhung, Aussichtspunkt, wo man hinuntersehen kann. Und ja, wirklich sehr, sehr schön. Hat sich ausgezahlt. Jetzt heißt es wieder zurück zum Bus. Und vielleicht dazwischen einen Snack zum Essen.
Guten Morgen! Ich bin immer noch in Sassnitz. Ich habe gestern Abend meinen Sonnenblende verloren. Das ist so ein Teil von der Kamera, von meinem Objektiv, was jetzt gerade auf der Kamera ist. Und das gehen wir jetzt nochmal suchen, weil ich weiß, zwischen dem letzten Spot, wo ich es gehabt habe und wo mir aufgefallen ist, dass ich es nicht mehr habe, weiß ich den Weg ziemlich gut. Die Sache ist nur, es war gestern zu dunkel. Somit hoffe ich heute auf mehr Glück, damit ich dieses Teil finde, weil diese scheiß Dinger für ein bisschen Plastik sind arschteuer. Somit hoffen wir auf gut Glück und hoffen wir, dass wir dieses schöne Plastikringchen finden. Dazu nutzen wir auch heute das Fahrrad, weil die Strecke dorthin ist doch etwas länger und mit dem Fahrrad geht es schneller. Somit auf geht's! So Leute, die Suche ist beendet. Leider erfolglos. Wir sind bis zu einem letzten Spot gegangen, wo ich mir sicher war, dass ich es noch hatte, die Blende. Und bis zu dem Punkt, wo ich sie definitiv verloren hatte. Aber leider ohne Erfolg. Tja, dann suchen wir uns einen Shop, wo wir sowas unterkaufen können. Aber das Meer ist heute sehr, sehr viel ruhiger als die gestrigen Tag. Und das macht einen riesen Unterschied. Es ist absolut ruhig. Im Wald hört man wirklich nur den Wald, ohne Meer. Gestern war das komplett das Gegenteil. Gestern hörte man andauernd das Rauschen des Meeres. Aber heute ist die Ostsee richtig ruhig. Auch ein schöner Vergleich. Wir beide werden uns jetzt nun was zum Essen suchen. Vielleicht noch in den Supermarkt. Und dann geht unsere Reise weiter. Mal schauen, wo es hingeht. So, da wir in Norddeutschland sind, holen wir uns hier mal kurz ein Fischbrötchen. Ich habe mir jetzt ein lecker mattes Brötchen geholt. Mal schauen, wie es schmeckt. Ich bin zwar kein Fischesser, aber das ist gut. Mattes.